Ohne ein Geräusch öffnet sich die Tür und ein schwarzer Schatten schwebt rein. Dann könnt ihr es wieder hören. Oh, meine Mutter! Und dann setzt es sich wieder hin und neben ihm aufgemacht Marcesca Paligan, die sich jetzt im Raum Es ist wie immer. umguckt und sich einmal vor dir, Serpentilio, verbeugt und sich dann in Richtung von Rafim auf der Couch niederlässt. Es ist wie immer eine große Freude, euch zu sehen. Der Ebenso. Nebelklang kann sich einmal umschauen, aber Diamantas hat sich auf der Couch breit gemacht und lässt ihn da keinen Platz, schütteln nur einmal den Schön mit Kopf deinen und deutet. dreckigen Füßen auf dem Sofa. Er schaut so ein bisschen pikiert auf die Drecklumpen und setzt sich dann genau in das Blickfeld von dir. Und guckt dann zu Zulamin, nickt dir kurz zu und schaut dann auf dem Tisch. Wo ist denn das Protokoll? Ja, Nebelklang, fass das jetzt nicht falsch auf, aber haltet einfach die Schnauze. Würdet ihr euch uns bitte berichten? Ich denke, was er meint ist, da wir nicht bei der Marine sind, ist es hier mit der Protokollierung nicht gar so dringend. Ich wurde beauftragt von Meisterin Zulamin al-Shabra. Sie trug mir auf, dass ich alles über Kanesetianer herausfinden soll in eurer Abwesenheit, und ich habe mich sowohl mit ihm unterhalten als auch ihn analysiert und auch das Alchemielabor. Ja, und? Nun, Kanesetianer schwört darauf, dass er nicht weiß, wo sich die Abschriften und die Bücher befinden, und das ist auch richtig. Er weiß es nicht. Allerdings kann das auch nur ein Trug sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, seine eigenen Sinne zu oder sich Wissen zu berauben, herauszureißen oder zu verschleiern. Dazu kann ich allerdings nichts verifizieren. Er weiß es schlicht nicht. Ansonsten sprach er oft von einer Alric-Verschwörung oder von dem Hexer in der Küche. Das habe ich mir auch besehen. Sowohl die Alric-Verschwörung, die lächerlich simpel ist. All die Matrosen geben sich bei der Strafe aus als derjenige, der ein Alric ist. Und so, nun. Die einfachen Offiziere wie Hasswolf oder Nebelklang können sie nicht auseinanderhalten, weil sie allesamt aussehen wie südaventurische Piraten, wie Ja. Haderlumpen. Ja, ganz einfach. Dann bezahlen wir niemanden mehr, wer Alrik heißt. Tja, aber es ist jedes Mal ein anderer. Sie haben Aber. selbstverständlich alle, jeder einen einzelnen Namen, allesamt entweder Alan Fahne oder generell südaventurische Namen. Aber ist die Lösung nicht, liegt sie nicht auf der Hand? Wir tätowieren einfach jedem den Namen auf die Stirn. Helft mir auf die Sprünge. Warum genau ist dies alles ein Problem für uns? Ich weiß es nicht, aber Kanesetianer sprach davon. Und ich bin ihm also nachgegangen, weil ich davon von Zulamin beauftragt wurde. Verstanden, Barakbitan, ich schlage vor, wir lassen die Alrix einfach Alrix sein. So, ich sollte berichten, haltet also euren Mund. Die andere Sache, die ich aufgetragen habe, ist die des Koches. Ja, er ist ein Hexer und ja, er verfügt über ein Vertrautentier. Allerdings handelt es sich dabei nicht um Celcion Spinola, der wohl offensichtlich über diesen Hahn verfügt, aber das ist er nicht. Er ist kein Hexer. Der eigentliche Hexer unter ihnen ist Answin. Und das Vertrautentier ist seins. Aber er hat es mit einer verhüllten, verschleierten Aura, es hatte mich mehrere Odems gekostet, ihn dann doch zu bemerken, schickt er sein Vertrautentier, um abzulenken auf Celcion und lässt nun spielen. Ich habe beide in den Kerker geworfen. Ihn und Celcion? Oder ihn und sein Vertrautentier? Answin und Celcion, sein Vertrautentier. Nun, ich habe mir von Angrosminia etwas Eisen geborgt und ihm einen Kragen umgelegt. Es sieht ganz süß aus, wie es jetzt nicht mehr flattern kann. Es ist irgendwo unten im gesicherten Frachtraum auf dem Orlop-Deck. Ich konnte den Frachtraum selbst nicht betreten, hatte Haswolf zwar gebeten, aber jetzt liegt das halt davor und nun, die Treuzacker wollten es essen, ich konnte sie allerdings davon abhalten. Hab Dank für euren ausführlichen Bericht, Grandessa. Nun, ich habe nicht euch berichtet, sondern den anderen. Und ich danke nichtsdestotrotz euch und nicht den anderen. Naja, wir haben ja auch nichts gemacht. Wie In solltet ihr der uns da Tat. danken? Also, na. Ja.
es ist immer wieder schön, wenn jemand einen Schwarzmagier in seinen Platz verweist, Grandessa. Ich danke euch. Ich dachte, wir reden von einem Hexer. Und was genau hat er getan, abgesehen davon, dass er ein Hexer ist und sie diese Hahnenkämpfe unter Deck abgehalten haben? Er hat nichts getan. Ich habe es allerdings trotzdem vorgezogen, sie beide einzusperren. Ja, ich werde mal mit ihm reden. Naja, als reine Vorsichtsmaßnahme halte ich es für vernünftig. Außerdem, solltet ihr den Verdacht haben, dass Kanesetiana ein Paktierer ist, er verfügt zumindest nicht über magische Kräfte. Er kann nicht zaubern. Wie, er verfügt über keine magische Kräfte? Wir haben ihn als Magiedilettanten eingestellt. Als Alchemisten, aber er kann nicht zaubern. Als magischen Alchemisten. Aber sein Sehengefäß ist zumindest leer. Das ist seltsam. Ja, und spricht nicht wirklich für ihn, oder? In der Tat, ich habe gesehen, wie er Pflanzen hat wachsen lassen. Zumindest verbürge ich mich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wenn ihr so geneigt seid, Kapitän, ich würde mich dem Mann noch einmal annehmen, bevor wir unsere Maßnahmen eskalieren. Was schwebt euch vor? Ein kleines Gespräch mit ihm führen. Vielleicht kann ich aus ihm herausbekommen, wo die fehlenden Papiere hin sind. Ich hätte ihn ja selbst eingesperrt und gefoltert, aber der Wachposten der Dukatengarde ist ja sowieso schon vor ihm abgestellt. Und vielleicht kann ich zumindest ihn davon überzeugen, mir eine Probe seiner magischen Kunst zu geben. Außerdem darbt er vor Hunger. Wird er nicht gefüttert? Selbstverständlich, aber er ist das nicht. Erlaubt mir die Untersuchung. Es dürfte nicht länger als ein Viertelstündchen dauern. Nun gut, befragt ihn, aber ich denke nicht, dass er euch gestehen wird, was er uns verheimlicht. Vermutlich nicht. Er isst sein Essen nicht? Das ist doch jetzt schon gut, also über einer Woche, die er dort eingesperrt ist. Dementsprechend abgemagert sieht er aus. Aber ich habe Schlimmeres in den Kerkern von Lalanfa gesehen. Nun, er war so sehr... Eine weitere Woche wird er wohl aushalten. Er war sehr empört über die Anschuldigungen. Möglicherweise ist das eine Art Protestaktion. Das würde ihn anfälliger machen für Boldaks Zauber. Irgendwann geben sie alle auf, keine Sorge. Das stimmt, das ist in der Tat so. Mit gut gefülltem Bauch ist man gleich viel defensiver. Also, Serpentilio, ihr habt zu tun, nicht wahr? Wie ihr wünscht. Zulamin, ich würde eure Hilfe beim Katalogisieren des Alchemielabors zu schätzen wissen, nachdem ich hier fertig bin. Schließlich müssen wir diese Spinne finden. Nun denn, dann begleite ich euch. Habt Dank, dass ihr der Sache nachgegangen seid, Adepta. Ich denke nach wie vor, dass die Sache mit der Aldrich-Verschwörung, Zulamin macht so Anführungszeichen in die Luft, und der Sache mit dem Hexer ein Ablenkungsmanöver sind. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, der Sache nachgegangen zu sein. Ja, ich werde mich wehren. Auf jeden Fall um diese Verschwörung kümmern. Es kann nicht sein, dass solche disziplinlosen Maßnahmen auf unserem Schiff geduldet werden. Ihr solltet sie einfach branden. Das war der Plan. Eine Tätowierung ist nicht schmerzhaft genug. Damit steht sie wieder auf und gleitet wie ein schwarzer Schatten aus Seide nach draußen. Oh, ich könnte einen von unseren Trollsackern bitten. Der ritzt Ihnen sicherlich ganz liebend gerne Ihren Namen oben in die Stirn ein. Ich postuliere die Frage, warum? Ich gebe zu, Kapitän, dass ein... Verzeiht. Euer letzter Vorschlag hat mir besser gefallen, Boltax. Ihr erinnert euch, als ihr meintet, man sollte einem von ihnen gewisse Vorteile geben, so dass sich seine Kumpanen gegen ihn wenden? Ja. Wir sollten keine Zwietracht an Bord dieses Schiffes sehen, wo sie nicht nötig ist. Ich gebe zu, dass ein ungebildeter Naturzauberer wie ein solcher Hexer ein gewisses Gefahrenpotenzial darstellt. Aber bis jetzt scheint er noch nichts getan zu haben. Und so könnte es besser sein, ihn und seine minder bemittelten Fähigkeiten für unsere Zwecke zu nutzen, anstatt ihn uns zum Feind zu machen. Definitiv, mit dem Hexer werde ich sprechen. Ich habe ein Händchen für Hexen. Ich fühle zwar mit der Empfindung der Grandessa, wohl nicht aber mit ihrem Instinkt, den Mann abkanzeln zu wollen.
gut. Aber ich bin mir sicher, ihr wisst, wie ihr am besten zu verfahren habt. Und ich habe ja zu tun. Entschuldigt mich also bitte. Auf wen würde euch darum kümmern, dass der Hexer freigelassen wird? Er hat nichts weiter getan. Ja, ich würde zumindest abwarten, dass Boltax mit ihm gesprochen hat. Nun gut, Boltax. Ja, ich werde gleich zu Answin hinabgehen. Oh, ich bin so froh, dass der Schwarzmagier weg ist. Er ist mir so unangenehm. Meine Mutter hatte mal gesagt, es kommt nichts Gutes von einem Schwarzmagier. Er hat gesagt, du sollst scharf an, irgendwie. Ach ja, Nebelklang. Wir beide müssen übrigens jetzt sprechen. Mit diesen Worten würde ich Nebelklang an der Schulter packen und wir beide gehen mal aufs Oberdeck. Er stolpert. Ja, das ist mir egal. Ja, du drückst ihn und er stolpert ein bisschen über seine eigenen Beine und dann kannst du gemeinsam mit ihm auf das Achterkastell gehen. Ja, drückst ihn gegen die Reling gegen. Ich würde meinen Arm links und rechts von ihm auf die Reling packen. Also willst du ihn jetzt ermorden oder mit ihm rummachen? Denn im Moment ist noch 50-50. 50-50. Der überlebt noch. Ich schaue ihn an. Also ich habe euch ja gerade ganz gespannt zugehört, müsst ihr wissen. Faszinierend, was ihr alles so erzählt, ne? Ja, aber, das meine ich auch. Was seid ihr, seid mir etwas nah. Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber wenn ihr noch einmal sagt, dass man seine Seele verliert, wenn man einen Dämon sieht, dann seid ihr mir sehr unsympathisch, wisst ihr das? Das verstehe ich nicht, warum denn? Ja, weil ich habe schon ziemlich viele Dämonen gesehen und wollte ihr etwa sagen, ich hätte meine Seele verloren? Nein, da seid ihr einfach nur besonders stark. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ihr das nicht sagen wolltet, weil ihr seht nicht aus, als wärt ihr ein guter Schwimmer. Ich wollte euch nicht beleidigen, aber das hat meine Mutter immer gesagt. Überlegt, was ihr sagt und haltet die Schnauze, wenn vernünftige Menschen da unten sprechen. Ihr geht mir offen die Nerven. Ich möchte mich nur verbürgen gegen dich. Dann hört er auf, als er sieht, dass du weggehst. Nekromantie, stottert er dir noch hinterher. Ja, Schnauze halten. Ja. Du siehst wohl auch, wenn du ihn noch ein letztes Mal umblickst, dass er wohl ein bisschen eine feuchte Hose bekommen hat, auch wenn er Offizier ist, was ihm jetzt ein bisschen peinlich ist. Er dreht sich dann eben weg, sodass die dann irgendwie ein bisschen im Wind trocknen kann. Mittlerweile hat euer Schiff auch angehalten vor der Insel Beskan, grob 10 Meilen Abstand habt ihr wohl mit schon bekommen. Und endlich seid ihr doch etwas weiter weg von Machaskan. Auch wenn ihr nicht aus dem Sturm raus seid, aber es fühlt sich trotzdem wieder gut an, auf deinen eigenen Planken zu stehen, auf deinem eigenen Deck. Kannst du wieder die Treppe nach unten marschieren, die Dukatengardisten anblicken, wie sie dich dann eben selbst unter ihren Helmen anblicken und dir zunicken, wenn du dann ihre Blicke berührst. Gut, dann, Rafim, hast du noch irgendwas vor? Ja, nein, vielleicht? Ja, ich würde mich nur noch zu Herrn Dreisperger stellen und mich nochmal ein bisschen mit ihm prügeln, dass er mir nochmal ein paar Griffe zeigt. Sehr gut, dann wirst auch du wieder einmal an fremden Waffen ausgebildet. Verschiedene Sonderfertigkeiten, die er dir beibringt, hoher Schlag, tiefer Schlag, teilweise auch irgendwelche Sachen aus dem Raufen und dem Ringen, die er dir beibringen kann. Aber eben auch viel mit Waffen. Teilweise gibt er dir auch seine eigene und erklärt dir dann eben, wo die Nachteile sind, wenn er selbst diese Waffe führt, wo du dann die Vorteile daraus ziehen könntest. Kannst dann selber mal ein paar Schläge in die Luft machen und dann verschiedene Waffen noch von ihm bekommen, wo er dann eben noch andere Jungen holt, die dann noch weitere Waffen wie Schwerter, Speere, Dreizacks herbeiholen, sodass du allesamt einmal in der Hand gehalten hast und du ja an der Hand genommen wirst, als wäre es dein erster Lehrtag auf der Kaserne. Diamantis. Kapitän, habt ihr das Buch irgendwo, wo sich die Leute eingetragen haben? Ich will wissen, ob hier tatsächlich irgendwer Alrik heißt. Ja, ich öffne meinen Schreibtischschublade und hol mal so ein dickes Mannschaftsbuch raus, wo die Löhne etc. nicht drauf sind. Hier. Ja, ich klappe das auf, pack das auf den Tisch, blätter das erstmal ein wenig durch. Haben wir irgendwen, der tatsächlich Alrik heißt, auf dem Schiff? Also das Problem ist, unten in der Küche gibt es ja einen Herrn Hilbert, der hat auch nur mit Herr Hilbert unterschrieben. Du weißt nicht, ob der mit Vornamen Alrik heißt. Könnte ein Alrik Hilbert sein, aber das ist nicht klar. Okay, aber der ist zwei, in der Küche. Zwei von den Zimmermännern heißen auch Alrik. Und ansonsten sind auch viele Answins dabei. Answins, also Zimmermänner und
Kombüse, aber sonst gibt es keinen, der Alrik heißt. Wunderbar. Nein, also du schaust vor allem dann auch die Südaventurier an, die, ja, die Alanfana oder Barabakis. Alricio, Mercurio, Hanno, Adario, Tederan, Rimiona, Dorio, Desideria, Cariminia, Valdoria, Isidoro. Es sind keine Alriks dabei. Ja, dann klappe ich das Buch wieder zu und schaue zu Abelmir. Wie es scheint, haben wir wohl nur drei Leute, die tatsächlich Alrik heißen. Also zwei der Zimmermänner und, ja gut, wie der Hilbert heißt, keine Ahnung, der hat nur mit Hilbert unterschrieben. Also zwei Leute, die garantiert Alrik heißen. Ich glaube nicht, dass sie wirklich was damit zu tun haben. Alrik ist ein Allerweltsname. Man nimmt den an, wenn man seine eigene Identität verschleiern möchte. Deswegen haben sie den wohl genommen. Ich würde nur der Mannschaft ankündigen, dass ab jetzt jeder, der Alrik heißt, sich als Alrik zu erkennen gibt, keinen Lohn mehr kriegt. Mit Ausnahme selbstverständlich die beiden Zimmermänner, die wirklich so heißen, die nehme ich dann mir aber privat alleine zur Brust. Und alle anderen, wer sich als Alrik ausgibt, wenn sie eine Strafe bekommen sollen, werden, wie Boltax es vorgeschlagen hat, und auch die Grandessa, mit einem Brandmal versehen, mitten auf der Stirn. Ihr seid dann so, entscheidet. Das war eine Entscheidung, Kapitän. Ich habe euch nur mitgeteilt. Ich werde die Mannschaft zusammenrufen und das verkünden. Dann setzt das um. Ja, ich nicke dir zu, öffne die Tür und trete aufs Deck. Ich trete einige Schritte, bis ich Dragan, den Dukaten guardest, sehe. Dragan, ruf die Mannschaft zusammen. Besser gemacht. Ja, 5 Minuten später, beziehungsweise 2 Minuten später, steht die Mannschaft aus den Segeln gekommen vor dir. Allesamt zerluddert, aber ja, auf dem Hauptdeck sind sie dann angetreten und du kannst dann eben von deinem Hüttendeck die Reling hinab rufen und zu ihnen sprechen. Ja, die Hände hinterm Rücken verschränkt, hinuntergeguckt, gewartet, bis auch das letzte Wort unter der Mannschaft dann verstummt ist. Der Offiziersriege ist zu Ohren gekommen, dass sich einige Leute unter einem falschen Namen ausgeben, wenn es zu Strafen kommt, wenn etwas Disziplinloses verübt wurde. So ein Verhalten wird und kann auf einem solchen Schiff, wie es die Mondsilberne Drachentöter ist, nicht geduldet werden. Wir sind ein Kriegsschiff und befahren die gefährlichsten Gewässer, die diese See zu bieten hat. Und wer sich weiterhin so verhält, muss mit härteren Strafen rechnen. Sollte weiterhin der Name Alrik oder ein Name, der nicht einem selbst zugeordnet ist, bei der Strafverkündung fallen oder ausgegeben werden, dann wird diese Person nicht mehr von uns bezahlt. Wir befinden uns auf Seerecht und über ihn wird Recht gesprochen. Ihr seid nicht durch irgendwelches Städterecht oder irgendeiner Region geschützt. Behaltet das im Hinterkopf. Die Strafe wird grausam und hart ausfallen. Ismarban tritt vor. Mit Verlaub eins Ohr, das ist Schwachsinn. Ismarban, halt die Schnauze. Ich bin Alrik. Ja, ich schaue einmal zu Dragan, nick ihm zu, pack ihn dir. Ja, Dragan marschiert nach unten. Packt ihn. Ja. Bringt ihn zu mir hoch. Kurze Zeit später stehen Dragan und Ismarban vor dir. Ja, leg dich aus seinen Augen Funksprut an. Kannst sehen, wie ein weiterer nach vorne tritt von den Vollmatrosen unten auf dem Hauptdeck. Verzeiht mein Herr, ich bin Alrik. Ein weiterer tritt nach vorne. Ich bin Alrik. Ich bin Alrik. Ja, ich ignoriere das gewissentlich. Schaue einmal zu Ismarban, ziehe meinen Dolch und fange an, ihm ein großes A auf die Stirn zu ritzen. Tiefe Schnitte
schön, dass ihm das Blut übers Gesicht läuft. Und nachdem ich das getan habe, schaue ich ihn wieder runter. Ja, währenddessen murrt er auch, will dich wohl schlagen, aber Dragans Faust bitterkalt zusammengegriffen, drückt ihm dann die Arme auf den Rücken und kugelt ihm dann fast den Arm aus, während du das A reinschneidest. So. Gibt es hier noch einen Alrik, der vortreten möchte und zu mir hier oben aufs Hittendeck kommen? Würfel eine Überzeugenprobe. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Überzeugen. Okay. Du würfelst auch gegen Ismaman, allerdings ist seine Probe erschwert um 3 und deine Probe ist erleichtert um 3, aber er würfelt gut.